ADFC-Symposium. Mein Name ist Janine Steger und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier durch diese Veranstaltung führen darf. Es geht heute darum, die Ergebnisse des InnoRad-Projektes vorzustellen. Inno, das steht für innovativ, und der ADFC hat sich weltweit Best-Practice-Beispiele rausgesucht für gute Radverkehrskonzepte, die auf Deutschland übertragbar sind. Und vor allen Dingen wurde dabei nach Konzepten gesucht, die in kurzer Zeit möglichst viele Menschen motivieren können, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen. Und diese Konzepte gilt es heute kennenzulernen, zu diskutieren und natürlich auch zu gucken, wo können wir möglichst viele, möglichst schnell davon in Deutschland dann auch umsetzen. Das Projekt und diese Veranstaltung werden im Rahmen der Verbandsförderung unterstützt vom Bundesumweltministerium und vom Umweltbundesamt. Und wir werden diese Veranstaltung so interaktiv wie möglich gestalten und werden dazu unter anderem auch immer wieder Fragen an Sie stellen, an denen Sie dann über slido.com teilnehmen können. Und da kommen Sie rein mit dem Hashtag ADFC. Und wir machen jetzt quasi mal so eine kleine Aufwärmübung, damit wir auch hier einen Eindruck davon bekommen, wer eigentlich gerade alles zuschaut und zuhört. Und wir würden Sie bitten, einfach mal einzugeben bei Slido, woher Sie eigentlich kommen, warum Sie teilnehmen, für welche Institution oder für welche Eigenschaft Sie heute dabei sind. Arbeiten Sie für ein Bundesministerium beispielsweise? Sind Sie Radverkehrsbeauftragte oder Beauftragter? Kommen Sie aus einem Landesministerium oder aus der Fahrradbranche oder direkt vom ADFC? Tippen Sie uns das doch einfach kurz ein, dann freuen wir uns, dass wir hier auch einen Eindruck bekommen. Und Ulrich Sieberg wird nachher sicherlich auch sich dafür interessieren, wenn er hier die Begrüßung macht, wer ihm eigentlich zuschaut und zuhört. Und an der Stelle, während wir auf die Ergebnisse warten, sei auch noch erwähnt, dass wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie über Ihre Social-Media-Kanäle über die heutige Veranstaltung berichten und über die vielen innovativen Beispiele, von denen wir heute eben auch hören werden. Dazu können Sie sehr gerne den Hashtag benutzen, InnoRad, und dann bei Twitter oder auch bei Instagram oder auch bei LinkedIn natürlich Ihre Beiträge posten. Und unter dem Hashtag finden wir die dann natürlich auch, können die liken und weiterteilen. Da freuen wir uns sehr. Es sind, weil die Wolken sozusagen besonders groß sind bei ADFC und bei Kommune, wissen wir, dass viele Menschen eben aus dem Kommunalbereich kommen und eben auch vom ADFC logischerweise viele dabei sind, aber auch viele Radverkehrsbeauftragte, und aus der Wissenschaft sind auch viele dabei, Verkehrsplaner, Ingenieurbüros, also wirklich viele Menschen heute, die natürlich auch ein großes Interesse daran haben, zu schauen, was gibt es schon alles und wo können wir uns in der Zukunft darauf konzentrieren, um dann möglichst viele solcher Projekte auch in Deutschland bei uns umzusetzen. Das ist schon mal ein sehr, sehr spannender Einblick. Vielen Dank an der Stelle an Sie. Und ich darf jetzt Ulrich Sieberg begrüßen, der uns zugeschaltet ist. Er ist der Bundesvorsitzende des ADFC. Und Herr Sieberg ist uns jetzt zugeschaltet. Und wir freuen uns sehr auf seine Begrüßung. Ja, ich gehe davon aus, dass wir alles durchgetestet haben und man mich hört. Einen schönen guten Tag, einen guten Mittag hier aus meiner Heimatstadt Herne, aus dem TV-Studio zu Hause, will ich das mal nennen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich diese Begrüßung und diese Eröffnung machen kann, nämlich aus meiner Sicht steht die Verkehrswende direkt vor unserer Tür, und wir werden hier als ADFC heute einen weiteren Baustein, einen internationalen Baustein dazu liefern, dass die Verkehrswende auch in Deutschland endlich auch umgesetzt wird. Ich möchte mich aber erst einmal bedanken. Das ist meine Aufgabe als Bundesvorsitzender für diejenigen, die im Hintergrund gearbeitet haben. Und recht herzlichen Dank dafür jetzt schon mal. Wir bekommen gleich ein Grußwort der Umweltbundesministerin Svenja Schulze zu erwarten. Und ganz besonders freut mich dann, dass wir den ersten internationalen Gast gleich haben. Ich möchte ein bisschen ausführen, warum der internationale Gast für mich ganz wichtig ist. Ich sehe, dass Städte in der Welt sich im Moment mutig in die Verkehrswende stürzen. Da gibt es die Regine Günther in Berlin, die Protected Bike Lanes favorisiert und Pop-up Bike Lanes baut. Da gibt es aber auch in Wien die Birgit Hebein, die Stadtgestaltung macht für die Menschen, für lebenswerte Städte. Und gleich haben wir Anne Hidalgo bei uns als Videobotschafterin, und die ist Bürgermeisterin von Paris. Und genau solche Menschen, merkwürdigerweise sind es drei Frauen, brauchen wir, um unsere Städte lebenswerter zu machen. Live zugeschaltet ist dann
Christoph Nadowski, mein Kollege, Präsident des ECF. Und er ist der Bürgermeister, der für den Verkehr und öffentlichen Bereich in Paris zuständig ist. Ich freue mich ganz besonders, Christoph hier begrüßen zu können, gleich live. Und gratuliere ihm jetzt nochmal zu 40 Jahre ECF in diesem Jahr. Hinzu kommt Ingmar Strese, Staatssekretär für Verkehr des Landes Berlin. Dann und Ronny Meyer, Staatsrat für Klimaschutz und Mobilität des Landes Bayern. Insbesondere möchte ich aber auch noch begrüßen, das ist mir aus dem Bundesverkehrsministerium, Carola Lambeck, die uns immer die letzten Jahre gut unterstützt hat mit ihrem Team im Verkehrsministerium. Und alle Referenten im Laufe des Tages werden von der Kollegin, die gerade die Anmoderation gemacht hat, vorgestellt. Ich freue mich aber auch, und das ist für ganz wichtig für den ADFC und für die Radfahrenden in Deutschland, dass wir so viele Gäste haben, die ich gar nicht alle vorstellen kann, die live zugeschaltet sind. Es sind mehrere Bundesabgeordnete dabei. Insbesondere freue ich mich, Jörg Storjahan mit seinem Parlamentskreis Fahrrad dabei haben zu können. Vertreterin des Bundes und der Landesministerium hat man mir gesagt, hätten sich auch angemeldet. Also herzlich willkommen, diese hier in der Live-Schalte des ADFC. Natürlich dürfen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht fehlen und deren Fahrradverkehrsbeauftragte und Mobilitätsmanager. Die ganzen Planungsbüros kann man gar nicht aufzählen, die sich heute angemeldet haben und hören, was ist in der Welt los zum Thema Mobilität und Radfahren. Und natürlich, wer will es verkennen, die Fahrradbranche. Im Moment kaufen Sie mal ein Fahrrad, mal sehen, wie lange Sie dazu brauchen, bevor es vor Ihrer Tür steht. Also recht herzlichen Dank, dass auch die Fahrradbranche sich hier heute engagiert. Außerdem Verkehrsverbände, NGOs, ich mag sie alle gar nicht alle aufzählen. Danke, dass Sie heute da sind. Insbesondere vielleicht auch schon aus der Wissenschaft die neuen Professorinnen und Professoren der 7 Universitäten in Deutschland, die sich gerade gründen. Und natürlich, das haben wir gesehen, meine ADFC-Kolleginnen und Kollegen, die ehrenamtlich unterwegs sind und diese Verkehrswende mit ihrem Engagement nach vorne bringen. Als letztes möchte ich natürlich die Pressevertreter erwähnen, die uns helfen, sozusagen das Thema Fahrrad immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit zu setzen. Insgesamt 500 Teilnehmer, hat man mir gesagt, wären jetzt angemeldet und sind jetzt live dabei. Hinzu kommen natürlich noch die Tausenden, vielleicht Tausende, die jetzt zufälligerweise den Livestream eingeschaltet haben auf unserem ADFC-Kanal. Herzlich willkommen zu unserem Innorad-Abschlusssymposium, Innovation im Radverkehr. Seit vielen Jahren ist der ADFC im internationalen Lernen bemüht. Denn das Rad muss nicht neu erfunden werden. Wir haben die Protected Bike Lanes aus den USA nach Deutschland gebracht. Ich kann mich noch 2015 erinnern, dass der Landesverkehrsminister Nordrhein-Westfalen ganz begeistert war, was er da in Chicago gesehen hat. Wir haben Menschen zusammengeführt auf Symposium, auf der internationalen Bühne, Velocity-Konferenzen, haben wir uns immer wieder getroffen und haben gesagt, wir können das auch in Deutschland gut gebrauchen, was ihr da gemacht habt. Und wir machen dazu seit 2016 internationale Symposien in Berlin und anderen deutschen großen Städten. Dankeschön ans Umweltbundesministerium und Umweltbundesamt, dass wir dieses internationale Lernen jetzt auf ein neues Niveau heben können in Deutschland. Mit dem Innorad-Projekt haben wir weltweit geschaut, wo es Lösungen für den Radverkehr gibt, die erstens schnell umzusetzen sind, zweitens viel mehr Menschen zum Radfahren bewegen und drittens das Radfahren auch für Kinder und Ältere komfortabel und sicherer macht. Und das ist mir das letzte Punkt, ist mir ein großes Anliegen. Von 8 bis 88 muss es einfach möglich sein, sicher und komfortabel von A nach B zu kommen. Das Projektteam hat Reisen gemacht, hat Interviews mit Planern und Stadtverwaltung geführt und hat im Einzelnen geprüft, inwieweit diese Lösungen auf Deutschland übertragbar sind. Die gute Nachricht, die möchte ich jetzt schon vorwegnehmen, bis auf kleine Details ist alles möglich in Deutschland und umsetzbar. Also warten Sie ab, welche Möglichkeiten es gibt. Wie das geht und alles nachzulesen, werden Sie in einem Factsheet demnächst von uns erhalten. Liebes Publikum, liebe Verwaltung, liebe Politik, Sie können heute von den internationalen Machern und Macherinnen hören, was bei der Umsetzung wichtig ist. Wir werden auf die Themen Akzeptanz und Bürgerbeteiligung, auf die Frage, wie schnell so etwas gehen kann,
Ich habe gelernt, in Chicago hat man 30 Tage für eine Protected Bike Lane gebraucht. Was wir vielleicht sogar direkt besser machen können in Deutschland als letzten Punkt. Lassen Sie sich inspirieren und bekommen auch Sie Lust an der Umsetzung dieses Mega-Aufgabe Verkehrswende. Denn nicht nur die Radfahrenden werden es Ihnen danken, auch die Städte und der soziale Zusammenhalt profitiert davon von guten Lösungen, wie wir heute sehen. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Tag mit viel Inspiration und einem guten Austausch. Bleiben Sie gesund und halten Sie Abstand. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Ulrich Sieberg. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze eine Videobotschaft geschickt hat, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Ulrich Sieberg, meine sehr geehrten Damen und Herren, Radfahren ist wunderbar. Und das sage ich nicht nur, weil ich aus Münster komme und Bundesumweltministerin bin. Sie alle, die Sie im Radverkehr engagiert sind, wissen das. Und Sie sehen wahrscheinlich auch, dass sich aktuell eine ganze Menge für den Radverkehr bewegt. Sehr auffällig sind die Pop-up-Radwege in vielen Städten Deutschlands. Sogar Wien hat sich diese zum Vorbild genommen. Auch wenn sie vielfach zeitlich parallel zur Corona-Pandemie eingerichtet wurden, so ist der eigentliche Grund doch der Gewinn an Sicherheit. Das hätte man hier und da in der Begründung vielleicht noch etwas deutlicher herausstellen können. Die Klage eines Abgeordneten gegen die Pop-up-Radwege ist dennoch kleinkariert und widersinnig. Kein vernünftiger Mensch kann etwas gegen mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer und im Straßenverkehr insgesamt haben. Ich gehe deshalb auch davon aus, dass diese Radwege Bestand haben werden. Das A und O für mehr Radverkehr ist mehr Sicherheit. Und von mehr Radverkehr profitieren am Ende alle, auch die Autofahrerinnen und Fahrer. Sie stehen vor allen Dingen deshalb im Stau, weil es zu viele Autos und noch zu wenig Radfahrende gibt. Wir wollen genauere Vorstellungen davon entwickeln, wie die Straße, die Kreuzung und der öffentliche Raum anders und damit meinen wir klimafreundlicher und menschengerechter gestaltet werden können. Und genau deshalb passt dieses ADFC-Symposium für innovative Radverkehrslösungen so hervorragend in diese Zeit und zu unserer Arbeit. Sie werden heute diskutieren, was möglich ist. Gezeigt wird, wie Städte und Gemeinden in anderen Ländern dem Fahrrad mehr Fläche und Vorrang eingeräumt haben. Sie werden auch von Erfahrungen deutscher Vorreiterstädte hören oder vielleicht sollten wir sie Vorradlerstädte nennen. Ob Mini-Hollands und modale Filter in London, Superblocks in Barcelona oder geschützte Radwege in den USA, vielfältige und innovative Instrumente zeigen, dass es geht und wie es geht. Unsere Städte und Gemeinden können fahrradfreundlicher werden. Ich freue mich auch, dass der ADFC dazu die Debatte angestoßen hat. Debatten, bei denen es auch mal hochherging, wie ich gehört habe. Aber dieser Austausch ist wirklich wichtig. Davon sollten sich viele Kommunen inspirieren lassen. Unser gemeinsames Ziel ist es doch, möglichst viele Menschen aus dem Auto auf das Rad zu bringen. In einer lebenswerten Stadt sind die Menschen weiter mobil, aber anders, also weniger mit dem eigenen Auto. Es gibt mehr Raum für Grünflächen und Parks, mehr Raum für die Menschen. Täglich müssen wir feststellen, dass die Flächenverteilung ungerecht ist. Ein Großteil des öffentlichen Raums gehört dem Auto, dem berüchtigten Stehzeug. Weniger Platz für Autos und Parkplätze bedeutet mehr Raum für platzsparende Mobilität und mehr Platz für Menschen, für Spiel, für Sport, für Freizeit und zum Verweilen. Auch für wirtschaftliche Betätigung. Denken Sie nur an Außengastronomie, gerade unter den aktuellen Corona-Bedingungen. Flächen umzuwidmen und neu aufzuteilen ist daher ein ganz zentrales Anliegen meiner Politik. Und deshalb fördern wir das Projekt InnoRad. Deshalb fördern wir auch das Projekt Maßnahmen zur Umwidmung von Verkehrsflächen, für das wir vielleicht noch einen schöneren Titel finden müssen. Das wird Ihnen heute vorgestellt und vielleicht fällt Ihnen ja einer ein. Ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass sich das Umweltministerium für modellhafte Radinfrastruktur stark macht und sie in den Kommunen fördert mit bis zu 90%. Im Klimaschutzpaket der Bundesregierung werden 900 Millionen Euro zusätzlich für den Radverkehr bereitgestellt. Insgesamt sind es zwischen 2020 und 2023 1,4 Milliarden Euro.
Drei Punkte zum Abschluss, die mir wichtig sind. Erstens wünsche ich Ihnen und uns allen den Mut zu einer echten Verkehrswende. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Ich erwarte zweitens eine Straßenverkehrsordnung mit wirksamen Strafen für Raser und einer höheren Priorität für Rad, Fuß, ÖPNV und Carsharing. Und schließlich muss das Fahrrad zu einem Grundpfeiler in unserer Alltagsmobilität werden. Und last but not least, ein sehr herzlicher Dank an den ADFC, einen verlässlichen und engagierten und beharrlichen Partner über Jahrzehnte. Und nun freue ich mich, wie Sie alle vermutlich, auf eine mutige Bürgermeisterin. Liebe Anne Hidalgo, ich bin sehr gespannt, was du berichtest. Ihnen allen wünsche ich viele Ideen und gute Erkenntnisse auf dieser Konferenz. Ganz herzlichen Dank. Sehr freuen. Und damit kommen wir jetzt auch zum ersten tollen Beispiel und gehen in die französische Hauptstadt nach Paris. Dort gibt es den Plan Vélo, der zu den größten Radverkehrsprojekten weltweit gehört. In kurzer Zeit und nach verschiedenen Maßnahmen ist die Zahl der Radfahrenden um 50% angestiegen. Und die Bürgermeisterin, die das alles zu verantworten hat, wurde auch wiedergewählt, wurde also für ihren Mut belohnt. Der Plan Vélo kommt richtig gut an und die Bürgermeisterin Meisterin Anne Hidalgo hat uns eine Videobotschaft geschickt. Ich begrüße Sie alle. Ich freue mich sehr, trotz der derzeitigen gesundheitlichen Situation mit Ihnen gemeinsam an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können. Ich freue mich, denn meiner Ansicht nach bildet das Fahrrad das einfachste, direkteste und offensichtlichste Beispiel, um zu zeigen, was entschlossenes Engagement einer Stadt und ihren Einwohnern im ökologischen Wandel bringen kann. Fahrräder bereichern das Leben derer, die sie nutzen und erlauben der Stadt, sich um sie und uns herum zu verändern. Mehr Fahrräder bedeuten weniger Luftverschmutzung und damit gesündere Lebensbedingungen für die Stadtbewohner. Mehr Fahrräder bedeuten weniger Parkplätze für Autos und damit mehr Platz für Fußgänger und ein besseres Zusammenleben. Mehr Fahrräder bedeuten weniger Lärm für eine ruhigere Stadt und dadurch natürlich auch mehr Lebensqualität. Fahrradfahren bedeutet, die Stadt mit anderen Augen zu sehen. Es bedeutet, sich die Stadt zu teilen. Vielleicht entscheidet man sich, Fahrrad zu fahren, um sich Zeit für sich zu nehmen und das Freiheitsgefühl zu genießen. Oder aber man entscheidet sich für das Fahrradfahren, weil es der praktikabelste und oft der schnellste Weg ist, sich heutzutage in der Stadt fortzubewegen. Es ist eine Entscheidung, die jede und jeder für sich treffen kann. Eine individuelle Entscheidung, die eine kollektive Veränderung in Gang bringt und eine Entscheidung, die Behörden begleiten, fördern und unterstützen sollten. Eine Entscheidung, für die man mit mehr Lebensqualität im Alltag belohnt werden sollte. Aber selbstverständlich entscheidet man sich nur fürs Fahrradfahren, weil man sich dabei auch sicher fühlt. Deswegen ist es meine Priorität, dass wir uns alle, besonders unsere Kinder, auf Radwegen sicher fühlen können. So lässt sich am Beispiel des Fahrrads beschreiben, wie Paris sich wandelt. Unsere Stadt, die einst für den Pkw-Verkehr gebaut wurde, verändert sich, um Fußgängern und Fahrradfahrenden den Vorrang zu geben. Aus diesem Grund engagiert sich die Stadt Paris für die Fahrradrevolution. Und ich werde mich deshalb auch in Zukunft dafür einsetzen, jedem Bürger ein besseres Stadtleben zu ermöglichen. Ich bedanke mich bei Ihnen und fahren Sie Fahrrad! Und jetzt ist uns Christoph Najdowski zugeschaltet. Er ist Vizebürgermeister für Verkehr und öffentlichen Raum in Paris und wird von den großen Veränderungen in der Stadt berichten. Und im Anschluss wird es ein Gespräch zwischen ihm und Burkhard Storck geben, dem Bundesgeschäftsführer des ADFC, der hier bei mir im Studio sein wird. Die beiden werden dann miteinander sprechen. Aber jetzt erstmal welcome Christoph Najdowski. Guten Tag. Ich hoffe, dass dieser Vortrag Sie erreicht. Haben Sie meine Präsentation auf Ihrem Bildschirm? Ich hoffe, dass das so gelingt. Ich möchte einige Gedanken und einige praktische Überlegungen teilen zu dem, was wir in Paris in den letzten Jahren gemacht haben. Sie wissen wohl, alle unsere Städte wurden zunächst mal dem Kfz-Verkehr überlassen.
Hier sehen Sie zum Beispiel ein Bild von den Champs-Élysées. Viele Autos. Dieses Bild bot sich uns über viele Jahrzehnte im letzten Jahrhundert. Der ganze Raum oder der größte Teil des Raumes wurde den Autos überlassen. Ich zeige das Ihnen, um zu zeigen, es ist nicht schicksalsbestimmt. Wir können den Raum auch anders aufteilen, insbesondere effizienter. Und selbstverständlich können wir den Vorrang Bussen oder auch Fahrrädern einräumen, um eben den Raum wirklich sinnvoller und effizienter zu nutzen und weniger überfüllte Städte zu haben. Wir wollen ebenfalls unser Paradigma verändern, was die Mobilität angeht. Was war denn das Motto im vergangenen Jahrhundert? Im 20. Jahrhundert galt doch eines: Vorrang für das Auto. Um nun diesen radikalen Wandel zu vollziehen und jetzt den Fußgängern, den Fahrradfahrenden und auch dem ÖPNV zu gewähren, haben wir eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet. Wir wollen eben das gesamte Paradigma verändern. Städtische Politik im Bereich der Mobilität soll sich grundlegend verändern. Was haben wir nun im Bereich Fahrradverkehr gemacht? Wir haben zunächst mal diesen Paradigmenwechsel unterfüttert mit einem Netz an Fahrradrouten, an Hidalgo. Unsere Bürgermeisterin hat das gesagt. Wir wollten eben getrennte Radrouten, Radwege und sicheres Radfahren ermöglichen. Dadurch können mehr Menschen im Pendelverkehr zum und vom Arbeitsplatz das Fahrrad nutzen. Zum Beispiel hatten wir einige Fachberater. Wir haben hier einige Schnellstraßen längs dem Fluss Seine, die im vergangenen Jahrhundert angelegt wurden. Wir haben eine gesamte Fahrspur jetzt dem Radverkehr zugewiesen. In den ersten Monaten hatten wir noch nicht allzu viele Nutzer dieses neuen Radweges. Wir haben jetzt aber wirklich erheblichen Erfolg. Mehr und mehr Menschen nutzen nun diesen Radweg. Hier ein Beispiel der Champs-Élysées. Da gab es ein heftiges Ringen mit unserer Polizei, denn wir wollten auch sicherstellen, dass wir diese Art von Infrastruktur für den Radverkehr haben würden, auch auf den wichtigsten Straßen von Paris. Es war ein langer Kampf. Wir haben ihn gewonnen. Wir haben jetzt auf baulich getrennten Radwegen, auch auf den Hauptarterien des Verkehrs. Das ist ein weiteres Beispiel. Eine Fahrspur vom Autoverkehr abtrennen. Hier haben wir im Zentrum von Paris eine Straße. Das war der erste Schritt in der Rue de Rivoli. Das war ein erster ermutigender Schritt, um die Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad zu bewegen. Mehr gemeinsam genutzter Raum, um eben auch den Menschen die Möglichkeit zu bieten, das Rad zu nutzen. Eine große Herausforderung. Ein weiteres Beispiel, ebenfalls in einem Innenstadtbereich. Eine weitere Problemstellung lag darin, dass wir den Menschen die Möglichkeit bieten mussten, die Brücken zu überqueren. Viele dieser Brücken sind eigentlich nur für den Kfz-Verkehr geplant worden. Hier haben wir an der Rue de Défense eine viel befahrene Pendlerstraße. Die konnte ursprünglich gar nicht mit dem Fahrrad befahren werden. Jetzt ist es aber möglich. Während des Lockdowns im März und im Mai hatten wir ein neues Netz von 50 Kilometern an Pop-up-Radwegen eingerichtet. Sie sehen es hier, diese gelbe Markierung, die gelbe Farbe. Das sind nur zeitweilig eingerichtete Radwege. Wir versuchen sie jetzt zu verstetigen. Wir haben unser Radroutennetz mit diesen Pop-up-Radwegen vervollständigt, die in einer Nacht einzurichten sind. Es genügt einfach, ein paar Betonblöcke und ein bisschen Farbe auf die Straße zu bringen. Und dann hat man schon einen neuen Radweg eingerichtet. Sie sehen, viele Menschen nutzen diese neuartige Infrastruktur. Unten sehen Sie die Rue Rivoli.
wir haben jetzt hier 2/3 der Straße nur für den Radverkehr. Das andere Drittel für Busse und Taxis. Wir haben dort keinerlei privaten Kfz-Verkehr mehr. Wir haben einen riesen Erfolg. Von 10.000 Radfahrenden sind wir auf 50.000 Radfahrende pro Tag aufgestiegen. Das war vor dem zweiten Lockdown, den wir jetzt gerade erleben. Ein weiteres Beispiel für diese Pop-up-Radwegeplanung war, dass man eben auch den Bars und Restaurants mehr Gehsteigfläche einräumte. Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir eben dem Kfz-Verkehr Platz wegnahmen und es dem Menschen und dem Leben gaben. Hier ein Beispiel dafür, was die Konsequenzen sind. Das Verkehrsaufkommen in unseren Radwegen während dieser letzten 6 Monate. Sie sehen 100% mehr Verkehr an jedem dieser 50 Radwege, ein Durchschnitt in den wichtigsten Radwegen während der Rush Hour und im Tagesverlauf haben wir wirklich eine erhebliche Zunahme in der Radwegenutzung gesehen. Vor allem am Wochenende hatten wir eine Zunahme um den Faktor 3. Wir hatten also den strukturellen Wandel, der sich durch diese Pop-up-Radwege bewirken ließ. Menschen haben damals mehr oder minder auf den ÖPNV verzichtet. Sie nutzen mehr und mehr ihre Fahrräder. Und das sind dann die Folgen daraus. Die sieht man auf dieser Grafik. Das dient auch dazu, um zu erklären, wenn man den Raum neu auf andere Nutzer verteilt, dann reagieren die Menschen wirklich zustimmend. Wenn man natürlich den Raum für Kfz-Verkehr bereitstellt, dann kommen da auch die Autos hin. Wenn man den Menschen mehr Raum einräumt, dann hat man dann Fußgänger, Radfahrende in größerem Umfang. Das ist der ehemalige Schnellstraßenzug an der Seine, ist jetzt ein Radfahrer- und Fußverkehrparadies geworden. Ein weiteres Beispiel. Hier der Kreisverkehr an der Place de la République, vorher und nachher. Vorher war es eigentlich nur ein Kreisverkehr und nichts anderes. Jetzt ist es ein richtiger Platz geworden. Die Menschen halten sich dort auch auf. Place de la Nation ist ein weiteres Beispiel, ein zusätzliches Beispiel. Das haben wir letzten Monat eingerichtet. Der ehemalige Kreisverkehr um die Place de la Bastille ist ebenfalls verwandelt worden. Mehr Raum für Menschen, fast 1 Hektar Fußgängerzone für die Menschen und auch ein Radweg um diese neu errichtete Fußgängerzone. Mehr Raum für die Menschen ist auch das Motto für den Fußverkehr. Hier werden auch den Kindern neue Flächen eingeräumt. Wir haben Dutzende und Dutzende von neuen Fußgängerzonen, insbesondere in der Nähe der Schulen, um eben den Kindern ein sicheres Umfeld zu gewährleisten, wo sie auch spielen können. Im September hatten wir auch einen autofreien Tag hier. Eine Überfülle an Menschen auf den Champs-Élysées. Was waren denn die Champs-Élysées früher? Sie erinnern sich vielleicht an dieses Autogedränge im ersten Bild. Aber man sieht hier, dass es auch ganz anders geht. Der autofreie Tag, plötzlich schwärmen die Menschen über die Champs-Élysées. Wir sehen, man kann wirklich die Städte zum Besseren verändern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, man kann hier sehen, beim politischen Willen kann man auch den Wandel in den Städten vollziehen und mehr Raum für die Menschen schaffen. Vielen Dank. Christoph, wunderbar, dass du dabei warst. Es war so schön,
dich zu sehen und zu hören. Einige Fragen hätte ich trotzdem noch, Christoph. Ich war ja schon in Paris vor 2 Jahren, habe dich besucht und da hast du mir erzählt, wie schwierig das ist, mit den Leuten zu reden, die dort wohnen, an den Straßen, die ja doch ihre Parkplätze schützen wollen und wie aggressiv manchmal das Gespräch war. Wie ist es denn jetzt mit der Situation? Mögen und lieben die Leute das jetzt? Sind die alle jetzt ganz einverstanden mit dem, was ihr macht? Also, hallo Burkhard. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Also, was ist in Paris passiert? Wir hatten ja Wahlen im März und Juni diesen Jahres und unsere Bürgermeisterin Anne Hidalgo wurde erneut gewählt. Das heißt also, die Bürger haben ja die Antwort gegeben. Und in Bezug auf die Veränderung der letzten Jahre. Natürlich war das schwierig während der Arbeit. Das ist ja immer schwierig. Ich denke aber, dass in unseren Städten doch die Menschen, die Straßen umgestalten müssen, den Menschen, den Fahrradfahrern, den Fußgängern mehr Raum geben müssen und dass sie auch weniger Lärm brauchen. Es geht ja nicht nur darum, dass man von den mit fossilen Brennstoffen betriebenen Autos dann zu den Fahrrädern umsteigt, sondern es geht auch darum, dass den Menschen mehr Raum gegeben wird. Und ich denke, deswegen wurde auch unsere Bürgermeisterin so vehement wiedergewählt. Wenn, ihr habt also erkannt, wenn man es macht und konsequent durchzieht, dann mögen es die Leute und werden auch die Politiker wiederwählen. Man kann also auch mit solcher Mobilitätsaktivität Wahlen gewinnen. Das ist toll. Also, Christoph, du bist sozusagen der Präsident aller europäischen Radfahrer. Der Radfahrerunion sind das eigentlich nur einige Inseln, wo es solche Bewegungen gibt, vielleicht Paris, Sevilla und einige andere Städte. Oder kann man sehen, dass in ganz Europa immer mehr Städte diese Veränderung durchleben? Das ist ja eine Angelegenheit, die alle europäischen Menschen und Städte betrifft. Das ist nicht nur eine Frage, die interessant ist für die Metropolen und die Großstädte. Wir hatten ein Treffen mit Frans Timmermans, dem europäischen Vizepräsidenten, und er war ganz zuversichtlich, wenn man also CO2-Neutralität bis 2050 erreichen will, dann müssen wir auch unsere Städte umgestalten und neu erfinden, wie wir in den Städten leben. Und das ist unsere Überzeugung, dass Fahrradfahren uns helfen kann, dieses Ziel zu erreichen, nämlich, dass wir in unseren Städten CO2-neutral werden können. Und deswegen sagen wir auch der Europäischen Kommission und auch dem Vizepräsidenten, dass die Investitionen in Fahrradverkehr eine der wichtigsten Investitionen für Resilienz und für den Sanierungsplan der nächsten Jahre sein wird. Und das ist auch das, was wir der Europäischen Kommission heute mitteilen wollen. Wenn man etwas ändern will, das Leben der Menschen und der Bürger, dann muss man in Fahrradverkehr investieren. Das ist eine gute Investition. Christoph, vielen Dank für alles, was du getan hast. Vielen Dank für die Antworten. Und jetzt lassen wir dich wieder zurück an die Arbeit, sodass du noch weitere tolle Dinge für Paris machen kannst. Und ich freue mich wirklich, wenn Corona vorbei ist und wir uns wieder persönlich treffen können. Vielen Dank, Christoph. Gerne. Auf Wiedersehen. Wirklich sehr beeindruckend. Vielen Dank auch an Burkhard Storck. Wir sehen uns später nochmal wieder und sehr beeindruckend, was da in Paris passiert. Wir werden uns jetzt nochmal genauer das InnoRad-Projekt anschauen. Melissa Gomez ist hier bei mir im Studio. Sie ist wissenschaftliche Referentin für Verkehr beim ADFC-Bundesverband und wird das Projekt jetzt nochmal genauer vorstellen. Vielen Dank, Janine. Einen schönen guten Tag und auch von mir herzlich willkommen. InnoRad steht davor, innovative Radverkehrslösungen auf Deutschland zu übertragen und wurde durch das Umweltbundesamt und das Umweltministerium gefordert. In den letzten 2 Jahren habe ich mit meinen Kolleginnen Svenja Gollenbeck und Saskia Ellenbeck 6 besonders erfolgreiche Beispiele aus der internationalen Radverkehrsförderung recherchiert und untersucht.
Diese Beispiele haben besonders dazu beigetragen, dass in kurzer Zeit die Lebensqualität von Menschen in Kommunen steigt, dass deutlich mehr Menschen aus allen Alters- und Bevölkerungsgruppen zum Umstieg aufs Rad motiviert wurden und mittlerweile auch andere Städte weltweit inspiriert wurden. Beim InnoRad wollten wir nicht nur diese Infrastrukturlösungen und Konzepte von dem Radverkehr vorstellen, sondern auch prüfen, inwieweit sich diese auf Deutschland übertragen lassen. Die Aufarbeitung der Best Practices sollte interessierte BürgerInnen empowern und KommunalpolitikerInnen ermutigen, neue Lösungen umzusetzen und Verwaltungsexperten einen Zugang zu weiterführenden Informationen sowie zum fachlichen Austausch bieten. Ich möchte darauf hinweisen, dass obwohl die Beispiele in große Städte umgesetzt wurden, es uns wichtig war, Lösungen vorzustellen, die auch für kleinere Städte und Kommunen in Frage kommen bzw. umsetzbar sind. So, die gewählten Beispiele sind modale Filter am Beispiel London, die Mini-Hollands im Bezirk Waltham Forest in London, Kreuzungsdesign aus den Niederlanden, Flächen und Widmung am Beispiel Paris, temporäre autofreie Programme wie die Ciclovia in Bogota oder Sommerstraßen aus Stockholm und die Superblocks in Barcelona. Ich gehe kurz auf die Beispiele ein. Modaler Filter sind ganz einfache, schnell umsetzbare und preiswerte Instrumente, um die Belastungen durch den Kfz-Verkehr in den Wohnquartieren zu reduzieren oder gänzlich zu verhindern. Sie filtern unerwünschte Verkehrsarten heraus und damit schaffen sie Platz für Interaktion in Wohnquartieren. Sie sind geeignet für unterschiedliche Sitzungsstrukturen und aufwendige Umbauten sind nicht erforderlich. In Deutschland gibt es modale Filter schon in vielen Städten, kennen wir als Diagonalsperre oder Pollern. Sie sind ein zentrales Element der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen aus der Toolbox der 80er Jahre, obwohl sie nicht als spezifisches Element für die Radverkehrsförderung vorgesehen waren. Das Beispiel London zeigt, wie modale Filter zur qualitativen Aufwertung des Radverkehrs in Wohnquartieren dienen können. Dort wurden Quiet Ways, also Radrouten in Nebenstraßen, mit modalen Filter gestaltet, um die Sicherheit und Komfort der Radfahrenden zu verbessern. Verschiedene Varianten sind möglich, die modale Filter durch Verkehrszeichen, durch bauliche Sperren oder durch Umwidmungen von Plätzen oder Straßen. Das zweite Beispiel, das Mini-Hollands in London. 2013 hat die Londoner Regierung das Mini-Hollands-Programm ausgeschrieben. Drei Londoner Außenbezirke, Waltham Forest, Kingston und Enfield, erhielten jeweils 30 Millionen Pfund zur Umsetzung von Maßnahmen der Radverkehrsförderung nach niederländischem Vorbild. Das Ziel war klar. Die Straßen sollten den Menschen durch verbesserte Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur wieder zurückgegeben werden. Waltham Forest, unser Best-Practice-Bezirk, hat mit unterschiedlichen Maßnahmen nicht nur gute Bedingungen für den Radverkehr geschaffen, sondern auch Nachbarschaften lebendig gestaltet. Die Mini-Hollands sind eine Lösung, die auch für die Suburbia oder Vorstädte geeignet ist. Sie schaffen es, kurze Wege attraktiv zu gestalten, da wo es hohe Kfz-Besitzquoten gibt. Kreuzungen für alle von 8 bis 80. Kreuzungen sind Hotspots für Unfälle in Deutschland. Abige Unfälle machen einen erheblichen Anteil der Unfälle mit dem Fahrrad aus. Die Verbesserung der deutschen Kreuzungssituation ist daher ein wichtiger Bestanteil, um das Radfahren sicher und attraktiv zu machen. Wir sind uns bewusst, dass es keine perfekte Lösung gibt, die übertragbar auf jede Situation ist und dass in Deutschland ein großer Forschungsbedarf zu diesem Thema besteht.
Wir haben uns die Niederlande angeschaut, das erfolgreichste Fahrradland der Welt und ein Vorreiter in der Fahrradnutzung und für die Verkehrssicherheit. Wir wollen, wie viele PraktikerInnen aus der Welt, vom niederländischen Know-how und ihre mehr als 30-jährigen Erfahrung in Praxis, Forschung und Entwicklung profitieren. Dort werden in Kreuzungssituationen verschiedene Gestaltungsvarianten zugunsten des Radverkehrs angewandt. Geschützte Kreuzungen bieten Radfahrende an Kreuzungsbereiche eigene baulich getrennte Flächen genau dort, wo sie den Schutz am dringendsten benötigen. Sie reduzieren die Komplexität der Kreuzungssituation und verbessern die Sichtbeziehungen zwischen Radfahrenden und Autofahrenden. Aber ganz wichtig, eine optimale geschützte Kreuzung ist immer eine Maßanfertigung. Über dieses Kreuzungstipp gibt es häufig Missverständnisse. Die Dimensionen einer geschützten Kreuzung sind ganz entscheidend. Sie haben einen kleinen Abbiegeradius, der recht abbiegende Autos zwingt, langsamer zu fahren. Geschützte Kreisverkehre, einspurige Kreisverkehre sind eine Lösung. Es sind übersichtlich und intuitiv verständlich gestaltet und reduzieren dadurch potenzielle Konflikte erheblich. Aufpflasterungen sind eine Lösung für Einmundungen an Kreuzungen in verkehrsberuhigte Bereiche, die eine langsame und sichere Überfahrt schaffen. Diese Kreuzungstypen sind im Prinzip auch in Deutschland bekannt. Sie sind auf der Grundlage des Straßenverkehrsrechts und des Straßenrechts umsetzbar, auch wenn sie in dem technischen Regelwerk bisher nicht vorgesehen sind. Unser viertes Beispiel, Paris. Paris ist eines der am dichtesten bewohnten Gebiete der EU. Die Stadt leidet unter schlechter Luft, extremen Platzmangel und Überfüllung. Die Maßnahmen von Bürgermeisterin Anne Hidalgo und ihrem Team, wie Herr Navjoski, zum notwendigen Umwidmung von Kfz-Flächen in Nachmobilitäts- oder Aufenthaltsbereichen, über die heute schon einiges gehört haben, zeigt, wie effizient Mobilität abgewickelt kann, wenn Platz umverteilt wird. Auch Paris ist eine Stadt der kurzen Wege. Und trotzdem nimmt der motorisierte Verkehr die Mehrheit des öffentlichen Raumes ein. Eine gerechtere Aufteilung zugunsten des Rads und auch des Fußverkehrs zeigte sich als ideale Lösung für die Stadt. Temporär autofrei. Ciclovia in Bogota ist die Mutter aller autofreien Programme der Welt. Seit Jahrzehnten werden an alle Sonntage und Feiertage hunderte Kilometer Hauptstraßen zu temporären Treffpunkten für FußgängerInnen und Radfahrende umfunktioniert, um die Stadt befreit von Lärm und Abgasen zu erleben. In Stockholm werden Straßen, die normalerweise für den Autoverkehr geöffnet sind, über einen längeren saisonalen Zeitraum zu autofreien Gebieten umfunktioniert und zu Sommerplätzen mit Pflanzen, Möbel und Kulturprogrammen umgestaltet. Sie haben nicht nur eine positive Wirkung auf die Gesundheit der Bevölkerung, sondern auch verstärken Sie den sozialen Zusammenhang und das soziale Miteinander. Sie sind vor allem ein Mittel zur Akzeptanzerreichung bei den AnwohnerInnen, wenn neue Konzepte im Straßenraum ausprobiert werden. Sie bieten sich als die ideale Beteiligungsplattform in der Praxis an. Ciclovia oder Sommerstraßen können in jeder Stadt unabhängig von ihrer Größe umgesetzt werden. Ciclovia wurde bereits von mehr als 100 Städten weltweit umgesetzt. Und zu guter Letzt Superblocks. Superblocks wurde als neues Instrument der Stadtgestaltung entwickelt, mit dem Ziel, umweltfreundliche Stadtteilzentren zu schaffen und die Aufenthaltsqualität für die Einwohnerinnen zu verbessern. Im Fall Barcelona werden mehrere Häuserblöcke
zusammengefasst, in denen der Kfz-Verkehr neu organisiert wird. Innerhalb des Superblocks gilt Tempo 10, Fußgänger und Fahrradfahrer haben Vorrang, der öffentliche und private Kfz-Verkehr zirkuliert durch das Netz der Hauptstraßen rum um den Superblock und Kreuzungen und Autospuren werden zu einem Begegnungsraum von AnwohnerInnen. Wichtig ist, das Konzept des Superblocks kann an jede städtische Struktur angewandt werden. Eine blockartige Form des Quartiers ist dafür nicht relevant. Der englische Begriff konnte vielleicht eventuell verwirrend sein, Superblock. Aber im Original, das heißt auf Katalanisch, es würde Superinsel heißen. Entsprechend wurde das Konzept des Superblocks bereits in unterschiedlichen Städten umgesetzt. Jetzt haben wir die Beispiele gesehen, aber was sind die Haupt-Takeaways unseres Projektes? Alle vorgestellten InnoRad-Beispiele sind in Deutschland umsetzbar, aber noch nicht als Praxis in der Radverkehrsförderung etabliert. Alle Best Practices lassen sich relativ schnell umsetzen. Bei fast allen Best Practices gab es positive Effekte über den Verkehr hinaus. Sozialer Zusammenhang, Nachbarschaft, Ruhe, Gesundheit, unattraktive Zentren, auch in der Peripherie. Die Bürgerbeteiligung ist von zentraler Bedeutung. Aber wie gelingt das? Dabei gibt es noch viel zu lernen. Unsere Factsheets enthalten die Beispiele im Detail und sind jetzt online mit zusätzlicher Materialsammlung inklusive Fotos unter adfc.de/InnoRad. Wir stellen gerne die Ergebnisse des Projekts auf Ihren digitalen Veranstaltungen vor. Laden Sie uns gerne ein. Und wie gesagt, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Jetzt haben wir eine reichere Toolbox, die innovative Lösungen direkt in der Praxis umsetzbar macht. Lassen Sie sich heute auch von den Speakerinnen inspirieren und lassen Sie uns mit der Arbeit beginnen. Vielen Dank.